der Trainer ist eher der Fachmann, der, der eigentlich die Trainingslehre kennt und sinnvoll anwendet. Der Coach ist mehr der Mann, der den Mensch eigentlich in diesem Prozess begleitet. Ich frage mich manchmal, sind gewisse Erfolge, die ich hatte mit Athleten oder Mannschaft, mehr aus dem Coaching gekommen oder mehr aus dem Training, die ganze fachliche Seite vom Beruf. Ich hoffe beides, natürlich. Aber die, wo mir eigentlich liegt, ist die menschliche, weil die bleibt. Unsere grössten Erfolge haben wir nach einem Misserfolg gehabt. Und es braucht manchmal im Leben so Momente, wo es einem nicht gelingt, wo es sogar schief gehen kann. Und dann kann man messen, ob man gut ist. Weil dann kommt man sehr schnell aus dem Loch. Jemand, der ein Champion, der bleibt nicht am Boden. Der drückt sich weg vom Boden und springt auf. Wichtig ist, dass man nicht den Fehler pflegt. Dass man muss wissen, warum habe ich verloren. Wenn ich weiss, warum dass ich verliere, dann weiss ich schon, was ich nicht mehr machen muss. Die Überlegung bringt einen weiter. Also für mich ist ein Fehler, Irrtum, ein pädagogischer Akt. Ich habe etwas gelernt an dem. Und darum nehme ich es nicht tragisch, obwohl ich nicht gerne verliere. Das Wort habe ich nicht gerne. Das ist meine Beleidigung, wenn die Leute sagen, du hast Glück gehabt. Du hast Glück gehabt. Glück ist eigentlich nur notwendig, wenn man selber die Sachen nicht mehr steuern kann. Ich sage immer im Wort Coach. Im Wort Coach gibt es 5 Buchstaben. Und wenn ich jetzt die erste nehme, in Französisch, wenn Sie mir erlauben, das Wortspiel zu machen, Communication. C wie communiquer. Also wenn ich nicht kommunizieren kann, kann ich überhaupt nicht coachen. Die mittlere Buchstabe, das ist A. A wie Amour. Die Liebe. Ich glaube, man muss die Liebe haben zum Job, die Liebe zum Mensch. Und die letzte ist H. Mit H auf Französisch habe ich Honnêteté, Ehrlichkeit, und Humilité, Bescheidenheit. Und das wären eigentlich meine paar Wörter, die zu diesem wunderbaren Beruf gehören. Coach.